Herzlich willkommen zum Rahmen Gesundheits- und Mobilitätstag. Hier gibt es viele Highlights für euch. Wir haben einen Fahrzeugumbauer da, die Firma Sodermanns. Viele Kollegen aus dem Bereich Reha-Care und Orthopädie sind vertreten mit verschiedenen Herstellern. Es gibt was Nettes zu essen und zu trinken für die Kinder in der Hüpfburg. An einem Gewinnspiel könnt ihr auch teilnehmen und ja. So, an unserem Willkommensstand gibt es ein Glücksrad. Da kann man Karten gewinnen für die Reha-Care beispielsweise. Freikarten, wir haben einen Taschenwärmer und nicht zuletzt eine Thermosflasche. Hallo, ich bin Frieda, 23 Jahre alt. Das neben mir ist mein Assistent und Aiden. Wir sind heute hier für Vita-Assistenzhunde, denn unsere Hunde sind nicht nur praktische Alltagshelfer, sondern auch Brückenbauer in die Gesellschaft. Mit unseren Hunden lernen wir neue Leute kennen und gehen einfach wieder mehr vor die Türe und werden als vollwertige Menschen wahrgenommen. Und unsere tolle Arbeit wollen wir heute hier vorstellen. Wir freuen uns sehr, heute hier zu sein. Also haben wir Spaß und vielen Dank. Ja, herzlich willkommen am Össo-Stand. Wir haben ein paar Sachen mitgebracht, einige unserer Neuigkeiten, unser neuer Terrafuß. War ja auch eine Sportfeder, damit man sowas sehen kann. Ein bisschen was Gesundes gibt es natürlich auch, ein bisschen was Ungesundes direkt dahinter. Auf der Seite haben wir unsere Naked Prosthetics Fingerprothesen, die sehr vielen Anwendern helfen, ihren Alltag wieder sehr gut zu gestalten und wieder am Arbeitsleben und am Leben überhaupt besser teilzunehmen. Ja, hallo, auch von mir nochmal beim zweiten Teil vom Össo-Stand. Wir sind hier im Bereich der Neuroreha mit dem Kyogo. Das ist ein Exoskelett, was knieschwachen Patienten generell aus dem Neurobereich helfen soll, wieder zu gehen, aktiv Kraft aufs Knie zu geben. Und ganz nach dem Motto Kyogo, keep on going, wieder neue Mobilität fürs Leben der Patienten schaffen soll. Hi, ich bin der Raphael von der Firma Ferromobil und wir präsentieren heute hier unsere Stehstühle. Einmal ein Mittelradantrieb und einmal ein Fronttriebler, die sich wirklich in der letzten Zeit bewährt haben. Wir haben hier einen Kollegen von der Firma DSM, das ist der Markus Kretschmann, hallihallo. Wir sind Partner von Permobil und natürlich auch der Firma Rahmen. Wir sind zuständig für Rollstuhl-Sondersteuerung, Umfeldsteuerung und Kommunikationshilfsmittel und ergänzen meistens bei Rahmen und Permobil, aber auch diversen anderen Herstellern mit Speziallösungen, damit einfach solche Hilfsmittel und vor allem unsere Kunden bestens versorgt sind. Mein Name ist Holger. Ich bin Übungsleiter beim ASC für die Badminton-Gruppe. Der ASC bietet verschiedene Sportarten an, wie zum Beispiel Rollstuhlsport. Wir bieten Mobilitätstraining an. Wir haben eine Badminton-Gruppe, wo wir mit Rollstuhlfahrern, Läufern zusammen trainieren. Dabei gibt es halt verschiedene Stärken. Der eine, der etwas lernen möchte. Wir haben Leute dabei, die ziemlich engagiert sind, die halt gewisse Titel schon gewonnen haben. Ja, wir sind eine lustige Gruppe. Es würde uns freuen, wenn noch mehrere Leute mit dazukommen würden. Wir sehen jetzt halt den Dennis, der einfach mal verschiedene Untergründe fährt. Ob nun halt ein Rippelbrett, Sachen, die man so üblicherweise im Alltag finden kann. Mit den Hindernissen. Jetzt geht's weiter halt einfach mal eine kleine Runde zu fahren. Hindernisse finden wir halt im Alltag ja überall. Und das symbolisieren jetzt einfach mal hier die Pylonen. Jetzt einen Bordstein, den man fahren können sollte. Und all sowas kann man bei uns lernen. Ja, hallo, wir sind von der Firma Terra Trainer und wir entwickeln
produzieren und vertreiben Bewegungstherapiegeräte für neurologische oder insgesamt gehbehinderte Patienten. Wir haben hier heute bei unserem Stand ein Produkt, das nennt sich Tigo. Das ist ein Bewegungstrainer, Aktiv-Passiv-Training, um halt die Mobilität zu erhalten und die Gehfähigkeit zu erhalten oder zu verbessern. Und direkt daneben sehen wir einen Stand- und Balancetrainer. Das ist der Balo. Das ist auch ein Hilfsmittel. Und hier können wir die Steh- und Balancefähigkeit trainieren. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Serbe. Ich bin Orthopädie-Technikmeister und würde euch gerne mal unseren Stand vorstellen, welche Möglichkeiten der Beratung wir heute für euch haben. Und zwar wäre es einfach, dass wir hier die neurologischen Versorgungen im Bereich der FWS-Möglichkeiten haben. Das sind Fußheberorthesen, welche den Nerv stimulieren und damit das Gangbild wieder fördern können. Wir haben Fußheberorthesen im Carbonsegment, welche von außen an den Schuh angebracht werden könnten, um dem Patient wieder eine dynamischere Gangfolge zu ermöglichen. Wir von der Firma Sodermanns sind heute auch beim Sommerfest bei Rahm. Wir haben drei schöne Fahrzeuge mitgebracht für mobilitätseingeschränkte Personen, vom Selbstfahrer, auch über den Beifahrerumbauten. Hier kann man sich alle verschiedenen Umbauten angucken, die es so auf dem Markt gibt. Hallo ihr Lieben, ich freue mich wieder hier sein zu dürfen auf dem Bewegungs- und Mobilitätstag bei der Firma Rahm in Spich. Und ich freue mich, viele alte und neue Gesichter zu sehen, Neues zu entdecken und ja, einfach mal alles auf mich wirken zu lassen, alles auszuprobieren und eine schöne Zeit hier zu haben.